Ihr kennt alle noch den Clown Pick aus dem Circus Roncalli. Er hatte damals diese wunderbare Nummer, wo er diese Seifenblasen machte, die immer größer wurden. Es war eine wunderbare poetische Nummer, die mich damals sehr beeindruckt hat. Ich habe auch damals für Pick ein Stück geschrieben, wir haben uns kennengelernt, wir haben zusammen gearbeitet. Kurz und gut, Jahre später habe ich ein kleines Stück geschrieben, so ein ganz leises kleines. Und ich habe das in Itzehoe gespielt. Und neben unserem Theater ist auch ein Puppentheater. Und nach der Vorstellung kam der Puppenspieler von diesem Theater, der auch der Direktor von diesem Puppentheater ist, und erzählte mir, dass er eine Puppe gemacht hat, der Clown Pick, und dass er diese Nummer nachmacht mit der Seifenblase. Als einzige in Europa, glaube ich, haben sie das geschafft, mit einer Puppe diese Seifenblasen zu machen. Und er bat mich, ob er dieses kleine Stück, was ganz neu war und noch keinen Titel hatte, ob er das nehmen könnte als Hintergrundmusik für seine Nummer. Und mir hat es sehr gefallen und ich habe ihm das natürlich erlaubt. Und so hatte ich auch direkt einen Titel für dieses Stück, das heißt nämlich seitdem Seifenblase.